So, Gerst, wir stehen jetzt hier vor deinem Schätzchen, der Schleifmaschine. Wie oft muss man denn jetzt tatsächlich kommen, beziehungsweise wann sollte man schleifen? Ja, also das Schleifen sollte man schon regelmäßig machen. Also mit einer Regelmäßigkeit, das kommt natürlich darauf an, wie viele Eisstunden ich in der Woche mache. Aber vielleicht so in dem Bereich, wenn man so ein, zwei Mal die Woche auf dem Eis ist, sollte man schon seine Schuhe so drei, vier Mal im Jahr schleifen lassen. Mhm. Ja? Dringend notwendig wird es dann, wenn man merkt, dass man, wenn man um die Kurve läuft, von der Kante rutscht. Dann muss es gemacht werden. Mhm. Dazu gehört natürlich immer, wenn ich so einen Schuh kaufe, auch die Pflege der Kufen, also dass ich einen Kufenschutz trage, dass ich immer schön abwische, dass ich den Kufenschutz auch trage, bis ich auf dem Eis bin und nicht halt über Gummimatten laufe. Mhm. Ja, weil auch die Gummimatten haben Steinchen, wo ich mir dann diese kleinen Fehlerchen eintreten kann. Ich habe jetzt hier den Schuh von Katharina, ne? Das ist also ein gut benutzter, sehr hochwertiger Schuh. Der muss jetzt schon geschliffen werden. Hier merkt man, wenn man so ganz leicht über die Kante geht, dass es hier hinten schon die ersten Unebenheiten gibt. Und wenn man auch so mit der Handfläche drüber geht, nicht so drüber, sondern so drüber, merkt man auch, ja, die Kante ist zu langsam rund. Und sie hat halt nicht mehr den Grip, wie sie das nach dem Schleifen mal hatte. Und dann sollte man natürlich schon zum Schleifen gehen. Also gerade wenn man jetzt hier merkt, so Unebenheiten, das kann man so ganz leicht mit dem Finger, ohne dass man das scharf drüber sieht, und man sieht dann hier schon die ersten Beschädigungen, die sieht man jetzt hier mit bloßem Auge schon, ja. Dann muss das einfach gemacht werden. Das passiert, wenn die Schienen mal aneinander gehen. Das passiert, weil ich vielleicht irgendwo, wenn ich aufs Eis gehe, mal an dieser Bande mir da was eingetreten habe. Ja, das braucht einfach gute Pflege. Und glaub mir, bei Dancing on Ice passiert das andauernd. Ja, das ist ja auch... Kufen kommen gegeneinander ist ja so das, was am häufigsten einfach ist. Ne? Und man darf auch nicht vergessen, diese Kante, jetzt gutes oder schlechtes Eis, ne? Frisch gewischtes Eis oder vielleicht sogar ein See, die Kante nutzt sich ab und die muss einfach wieder erneuert werden. Ja, das ist einfach normal. Ja, dann legen wir los. Ihm vertraue ich. Wir haben bei den Radius von 17 damals drauf gemacht und wir schleifen das einfach mal bei dir los. Als erstes müssen wir erstmal diese ganzen Unebenheiten entfernen. Da darf man auch nicht zimperlich sein. Das muss erstmal alles ab und dann legen wir los. Es wird gleich ein bisschen lauter, also einfach mal kurz die Ohren zuhalten. So, jetzt gucken wir erstmal, wie gerade das Ganze ist, dass man das dann auch nachstellt. So, und jetzt können wir schon erstmal messen, und das ist einfach so das ganz Entscheidende bei der höheren Qualität, dass die Kufe auch gerade geschliffen ist. Und jetzt sehen wir hier an diesem Messgerät, ja, so muss das ausschauen. Ja, wenn das jetzt so stehen würde, ja, also sowas ist alles, haben wir alles schon da gehabt, ja, dann wäre die Kante natürlich schief, ne? Und so ist sie gerade. Und jetzt guckt man, dass das von dann auch noch so ist. Wir justieren das noch ganz, ganz fein nach. Ja, hier ist es so, hier müssen wir jetzt noch einmal kurz nachjustieren. Und dann ist das Ganze auch schon fast fertig. So, jetzt habe ich kurz vergessen, in welche Richtung das war. So, dann machen wir das Ganze nochmal. So, jetzt messen wir das natürlich nochmal und jetzt sollte das in der Feinjustierung aber auch ganz gerade sein. Man sieht es, ja. So sollte die Kufe auch geschliffen sein.
Und jetzt kommt so das Gefühl des Schleifers. Ja? Wie stark ziehe ich diesen Grat ab, sodass der Sportler, Kind, Erwachsene, Profi, was auch immer, auch gleich ordentlich damit laufen kann. Und so, jetzt ist es noch, du kannst es mal probieren, jetzt ist das noch sehr scharf. Oh ja. Ja, jetzt ist das sehr scharf. Mhm. Und jetzt gibt es dann unsere kleinen Tricks. Dann gibt es hier so spezielle Steine. Jetzt kann man die Kante noch mal so ein bisschen reduzieren. Das sind so spezielle Schleifsteine. Mhm. So. Also so würde ich dich jetzt noch nicht aufs Eis schicken. Also gerade auch Freizeitsportler, den würde ich jetzt nicht so eine scharfe Kante verpassen. Also dieser Radius, der ist schon da. Mhm. Und jetzt würde man hier nur gucken, dass man noch diese erste scharfe Kante, die es nach dem Schleifen immer gibt, noch ein wenig reduziert. Mhm. So. Und jetzt wird das langsam weniger. Das ist noch nicht perfekt. Ja. Aber das braucht einfach auch Zeit, ne? Und vor allem braucht es auch Geduld. Und das ist einfach an manchen Eisbahnen nicht gegeben. Mhm. Vor allem auch nicht das Gefühl dafür. So, jetzt haben wir hier nur noch ganz leicht. So, und jetzt hast du einen einsatzfähigen und so gut geschliffenen Schuh, dass du auch sofort wieder loslegen kannst. Toll. Und ganz gerade. Ne? Und gerade ist halt wichtig, dass wenn ich auf dem Schuh stehe, dass die Innen- und die Außenkante auch wirklich gerade sind und nicht, dass ich so oder so auf dem Schuh stehe. Ja? Und das macht es dann am Ende einfach aus. Ne? Zusammen mit dem Radius. Der Radius darf nicht so tief sein, weil wenn der zu tief ist, gehen die beiden Kanten zu stark ins Eis. Mhm. Und im schlimmsten Fall kann passieren, dass man den Schuh drehen möchte. Mhm. Und dass der Schuh aber nicht dreht, aber das Kniegelenk verdreht sich. Ja, und dann tut es weh. Genau. Ja, das ist alles eine Form des Schliffs, die man einfach beachten muss. Ja. Ne? Und wenn ich halt jetzt, du hast jetzt hier eine ganz spezielle Kufe, ne? Die ist hier vorne ein bisschen breiter und hier hinten ein bisschen schmaler. Ne? Da muss man natürlich auch vom Schliffradius her gucken, dass man da auch das Richtige ansetzt. Ne? Absolut. Ich kann jetzt nicht eine Hockeytiefe da reinmachen. Das wäre für dich zu tief. Mhm. Sondern es muss halt eine Kunststofftiefe gemacht werden. Und darum ist das auch auf dieser kleinen Scheibe gemacht worden. Mhm. Eine feine Körnung, dass auch dieser Stahl, ist ein ganz feiner Stahl, dass der halt auch da richtig geschliffen wird. Und sag mal, ja, diese Schleifmaschine, wie sie hier steht, ja. Gibt es jetzt überall, oder? Nein, das ist eine Schleifmaschine, die habe ich in Kanada bei Blademaster bauen lassen, genau für meine Bedürfnisse. Also die hat jetzt für unseren Fall eine Kunststoffseite und eine Hockeyseite und die gibt es so nicht zu kaufen, die muss man halt bestellen und sich anfertigen lassen und da kommt man auf einen guten Mittelklassewagen. Aber man kriegt halt auch wirklich, wirklich gute Schliffe mit hin. Ja, also wir haben Olympiateilnehmer, die regelmäßig auch zu uns schleifen kommen und die schaffen es halt auch, da gute Leistungen abzuliefern. Absolut. Und das zeigt uns natürlich auch, dass die Qualität des Schleifens keine schlechte sein kann.